Ein Rittchen geht noch, würde ich sagen. Ja, Mission 4. Und danach machen wir dann mal. Das ist. Ich glaube, die Mission hatten wir schon, warte. Mach einfach mal was, das Höchste, was geht. Also das Schwierigste. Das Krasseste. Das Krasseste. Hier ist richtig krass. Was Resident Evil gerade so hergibt. Das Krasseste in, direkt in mein Ass. Ah, alles klar. Das will ich jetzt mal nicht. Ey, du musst dann halt annehmen, ne? Das wäre halt schon fresh. Ja, ich war gerade am Rumspasten. Ja. Man könnte meinen, du wolltest synchronisieren, weißt du? Hä, wir sind hier ja sowas in sowas ähnlichem wie in Animus oder so, ne? Kann das sein? Meine, wer hat schon die Story gespielt? I don't. Ja, das sieht aber auch so aus, als würden wir das kennen. Ja, wir kennen es auch. Wir kennen alle Level schon, Jared. Hack, leck. Nein, aua. Ameisenbären, überall. Ameisenbären. Hier und da. Ab in einen Knall. Bitte was? Ja, das war ein Rhyme. Ja, ich merke das schon. Aber man muss halt nicht übertreiben, ne? Also das. Er muss ja schon sagen, bisschen verrückt sind die auch schon. Was sind verrückt? Die Ameisenbären, die. Ja, die sind crazy. Weißt du, sie mischen in so eine Ameisenbären-Sekte, in der man sich den Hals abschneidet. Den Hals? Scheiße. Den Rüssel. Ja, das ist so ein richtiger Halsabschneider. Oh Mann. Ja, die lecken gerne mal ein bisschen bei mir. Nee, bei mir nicht so. Irgendwer will gerade nicht so Töfte. Gerade so ein bisschen unperformant. Oh, performant. Der Werte, Herr Jared, nutzt wieder seine adäquate Fachsprache. Seine adäquate Fachsprache, solange er keine bösen Jugendwörter und Anglizismen benutzt. Anglizismen, das sind Anglizismen, ja. Anglizismen sind einfach Fremdwörter. Ja, adäquat. Würdest du adäquat nicht als ein Fremdwort ansehen? Ja, doch, schon irgendwie. Bin ich sicher aus, adäquat. Ich will jetzt mal ganz grob schätzen, das könnte aus dem Französischen kommen. Oder? Mach halt einfach die Fresse. Ich sag's ja nur. Ich bin schon reichlich bedient mit Spanisch. Oh lol, Jan, look at this shit. Der backte, okay, ist zu spät. Er hat sich in Blübbeln aufgelöst. Das machen die immer. Ja, aber darum ging's nicht. Er backte so in der Decke fest. Ich find's so abgefuckt, dass die Mausgeschwindigkeit langsamer wird, wenn du anvisierst, aber so hart. Bei mir irgendwie nicht so. Ja, ist in den meisten Spielen so, aber ich finde hier ist es ziemlich krass. Hey, lol. Ja, schon mal ein anderes Gefühl, wenn die Viecher mal was aushalten, ne? Lol. Naja, wirklich aushalten tun sie jetzt auch nicht mehr so. Alter. Erstmal nachladen hier. Hab ich gerade gemerkt, ich habe irgendwie nirgendwo mal Muni drin. Ich habe keine Shotgun-Schüsse mehr. Ja, ich mach mal hier Shotgun direkt schon. Ich hab noch genug. Keine Schießgewehrschüsse. Oh Mann. Ja, du machst mich kaputt. Ich weiß. Das ist wie Gegenschlag globale Offensive. Ja, oder sowas, solche tollen Spiele wie Liga der Legenden oder Welt der Kriegskunst. Welt der Kriegskunst. Die deutsche Sprache ist einfach nicht ausgelegt für diese Epicness. Welt der Kriegskunst. Und wir laufen durch Azeroth. Azeroth. Und haben den Lichtkönig besiegt. Nein, den Lichtkönig. Ohne Tee. Ach, Licht! Ja. Jan, was geht hier ab? Achso, wir haben schon einen Schlüssel, wir sind scheiße. Ja, ich weiß, aber ich suche gerade die Tür für den Schlüssel. Das passende Schloss zu meinen. Das passende Schloss. Ich verstehe es, Jan. Ich weiß, was du mir damit sagen willst.
Okay. Aber initiiere jetzt hier keine falschen Aktivitäten. Nein. Ich rede von Blümchen flippen. Okay. Weißt dann du, bin ich ja beruhigt. Aber pass auf, dass sich nicht wieder Leute aus der Sekte von den Ameisenbären anfallen. So, und um das, was ich sagen wollte, der Aufnahmeritus für diese Sekte, ja, ist, dass du dir dein Rüsselchen abschneidest. Warte mal. Und dann wird die Menschheit terrorisiert. Sie wollen nämlich die Menschheit unterjochen und sie als zweite Arbeiterklasse für sich arbeiten lassen. Zweite Arbeiterklasse. Ja, erste, Arbeiterklasse sind die. Ja, die sind die halt die Oberhaupte, die erste Arbeiterklasse ist die. Sind die normalen Nasenbären, ja? Und zweite Arbeiterklasse sind wir. Nein, nein, ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir später von Kakerlaken versklavt werden. Alles klar. Ey, wir werden von einer Ameisenbär-Sekte. Die heißen dann. Die Ameise. AWS. Was? Ameisenbär-Sekte, AWS. Ey, ich schwöre, es fängt oder beim Auto an. Wie man's in Fachkreisen, nennt Antibeschleunigungssystem. Fuck. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Hätte es nicht irgendwer wirklich bei der Fahrschule bei dir gedroppt oder so? Nein, ich glaube, es gab irgendwie so ein Video. Genau. Ja, den musst du mal in der Prüfung bringen. Ja, Antibeschleunigungssystem. Dein Fahrlehrer sitzt so neben dir bei der Prüfung, fragt dich so, ja, was sorgt denn dafür, dass die Reifen nicht blockieren? Ja, das ABS. Was heißt denn ABS? Antibeschleunigungssystem. Ach, das war gar kein Quicktime-Event. Oh Leute, was passiert hier? Ja, das läuft hier gerade ganz schön fast, ne? Oh, what the fuck? Ich würde sagen, du solltest dein Antibeschleunigungssystem einschalten. Oder ich heile mich einfach einmal mit dieser Kacke. Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe. So, ich will doch nur von den Monstern weg. Ja, ich baller gerade ein bisschen mit meiner Anaconda. Oh my gosh, look at that Nasenbär. Ich werde Kai dazu überreden, dass er als Thumbnail Nasenbär nimmt. Tu das! Hört sich sehr professionell an. Resident Evil Nasenbär. Aber bitte so viel schlecht aufgelöst, so. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Also wir wollen ja schon, wenn wir schon Content machen. Ja, dann professionell. Dann muss das aber auch auf unserem Qualitätsstandard sein. Reihe 2 schwer freigeschaltet, Jan. Look at this shit. Will ja nicht sagen, ne, aber... Ich habe anscheinend noch nicht genug Abzeichen. Was schon das bei dir da gerade nicht? Nee, ich bin nicht so. Wahrscheinlich habe ich jetzt 16 Abzeichen oder 60 Abzeichen. Du vielleicht noch irgendwie fehlt dir noch ein, zwei. Ey, du hast dann 72 oder so. Was, als wenn ich 72 Abzeichen jetzt habe? Hast du? Wo steht denn die Kacke? Hey, musst du? Ich habe 58 Abzeichen, steht hier. Hä? Ich habe 70 Abzeichen. Nein. Oh, ich kann nicht lesen. Sie haben 58 Abzeichen mehr als... Mehr als Motherfucker, ich weiß. Stand bei mir vorhin auch. 58 oder was sind es? 55 stand da vorhin. Ah, okay. Wie viele Abzeichen hast du denn jetzt? Ja, weiß ich nicht, wo sieht man denn die Kacke? Hier auf Mission und dann steht das da oben rechts. Alles klar. Wahrscheinlich genau 72. Hä? 3 normal? Warum sehe ich das hier nicht normal? Hast du irgendwas gestartet oder? Empfohlene Stufe? 6 normal? Ich sehe hier keine Abzeichen. Ja, egal. Dann müssen wir noch ein Level machen, wo ich einmal das Kein-Kraut-Abzeichen mache.
Machen wir am besten eins ganz am Anfang. Guck, dass du aber auch kein Kraut hast. Wo habe ich denn das kein Krautabzeichen? Nicht. Wie sieht denn das aus? Ist das ein Kraut? Nee, ist eben kein Kraut. Das ist einfach irgendwie so ein. Wie bei allem irgendwie ein Totenkopf oder irgendein anderes Symbol. Oh, ist das schwul gelöst. Man kann sich auch überhaupt nicht angucken, was die. Ja, deswegen. Lass uns einfach wieder ein relativ neues machen oder so. Warte, Da stand gerade, wie viel ich mehr als Happy Little Clouds Hashtag Bob Ross habe. Sie haben 58. Ja, das ist wieder ein Motherfucker. Ja, dann hast du es bald mal. Ja. Achso, du bist bereit. Du bist so bereit. So. Hier steht es bei mir auch nicht. Ich frag mich, ob es Leute gibt, die dieses Spiel 24/7 durchspielen, um sich eine bessere Ausrüstung zu erfahren. Klar, ist mindestens so erstrebenswert wie in WoW, wenn nicht sogar mehr. Ich frag mich, ob es wirklich solche Leute gibt. Ja, weißt du, es gibt halt Leute, die definieren sich durch ihren Resident Evil Account. Ja. Wie hieß das? Ich glaube, sie hieß evil.net oder so dann. Der Dienst dazu. Soll das gerade eine Anspielung auf Battle.net sein? Ach nein, das gibt's heißt wirklich. Das heißt ja, wirklich so. Ja. Jan. Ich mach hier nicht scheiße, Witze, die sind wirklich so scheiße. Ja, ich weiß. Aber irgendwie sagen die, ich soll meinen Key da eingeben und ich habe einfach keinen Key zum Spiel gekriegt. Kannst du bei Steam normalerweise aufrufen. Oh Leute, ja, pass auf. Boah, warum hab ich solche Lags, Alter? Was ist hier los? Du bist ein Noob. Dein PC ist kacke. Ja, ich weiß, Alter. Dein PC ist richtige Scheiße. Der ist viel schlechter als meiner. Ja, ich weiß. Das geht gar nicht klar. Kann man gleich wegwerfen. Na, oh, uns fehlt der Bereich. Oh, Schlüssel. Die Bereichschüssel. Ja, ich bin einfach an so einem bossartigen Gegner vorbeigelaufen. Ja, ich hab kurz eine Granate drauf geworfen, weil ich hab gedacht, wozu hat man die ganze Kacke die ganze Zeit dabei? Um sie auszupacken. Das geht so lustig. Hast du meine AK-Schuss-Imitation gehört? Bitte was? Ich würde jetzt gerne drüber jumpen, aber oh Mann, ist das scheiße. Man kann hier nicht lang, weil. Oh mein Gott. Man kann hier nicht lang, weil. Oh. Ja, weil man nicht springen kann in diesem Spiel, das fuckt mich richtig ab. Haben wir uns nicht mal zusammen Sharknado angeguckt? Haben wir Sharknado geguckt? Ja, wir haben zusammen Sharknado geguckt. Haben wir das durchgezogen oder haben wir irgendwann aufgehört? Nee, wir haben das durchgezogen. Du wolltest abbrechen, aber ich habe gesagt, Jan, wir ziehen das durch. Ach ja, am Ende hat er doch den Hai mit der Bombe getötet. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht mehr genau, verdrängte dann, Erinnerung. Dann war der Hai einfach so komplett weg. Es war einfach nur noch Blut da. Der Hai war einfach, man konnte ihn einfach, war einfach nur noch Blut. Ja, der Film war sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Sharknado ist auf jeden Fall ein Must-Watch. Ja, auf jeden Fall, Sharknado. Also, wenn man auf Trash-Filme steht, dann. Nicht mal dann. Nicht mal dann. Also, ich weiß nicht, kommt drauf an, dass man als Trash-Film ansieht. Manche würden ja halt sowas wie. Ich weiß nicht, ob man sowas wie Terminator als Trash-Film ansehen sollte. Warte, wait. Wir machen noch das. Ja. Sowas wie Terminator sieht man nicht als Trash an, sondern als Kult. Als Kult, ja. Also, ich muss sagen, ich kann verstehen, wenn manche Menschen. Also, es hat ja was. Es hat ja eine grundtrashige Art, so, ne? Eine ernste, aber Trash. Also, irgendwie. Das ist ja, ganz viele Leute verstehen ja so den Sinn von Terminator und so nicht. Deswegen.
kann wieder hoch. Achso, ja, wir haben ja schon alles. Die verstehen das ja nicht. Die finden, sagen dann, das alles voll übertrieben. Und da geht's die ganze Zeit nur so um Waffen und Kämpfen und so eine Scheiße. Gut.